Ja Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen hier zum großen Preis von Singapur in unserer F1 2021, My Team Season 2. Wir sind halt in der Lage, Weltmeister zu werden, wenn vieles passt, aber davon sind wir jetzt noch weit entfernt. Jetzt gehen wir mal ins Qualifying und holen uns hoffentlich eine gute Position. Hier haben wir den Marion Bay Street Circuit, 5 Kilometer lang, 23 Kurven, aber auch 3 DRS-Zonen. Und ja, natürlich eine tolle Strecke, eine mega lange, viele Kurven und extrem tricky zu fahren. Dennoch ist es ein Highlight des Jahres. Abonniert gerne den Channel kostenlos. Das nichts mehr passt. Am Wochenende geht es auch wieder in die Mega-Season nach Saudi-Arabien. Also schaut auch gerne vorbei. AT-Gaming gerne auf Instagram, aber auch gerne it's_tobi auf TikTok. Für mehr vom Landstuff. Die erste Kurve war, naja, Track Limits hier. Links mal alle unten in der Bio. Und wir sind hier direkt im ersten Round. Die erste Schikane war okay, also diese erste Kurvenkombination. Hier die Kurve, da bin ich ein bisschen noch ratlos, wie ich die richtig fahre. Beim Rausbeschleunigen immer das Auto leicht quer gestanden. Dennoch, ja, war es ordentlich. Das ist der erste und auch einzige Versuch, weil ich den zweiten verkackt habe. Also beim zweiten wurde ich leider aufgehalten und konnte da jetzt auch nichts mehr machen. Das Timing war nicht so gut. Deswegen gehen wir hier in den ersten. Auch beim ersten, der Verkehr ist wirklich riesig. Richtig schwierig hier. Also da mal eine saubere Runde zu finden. Hinter mir wäre meilenweit Platz. Aber ja, jetzt muss ich auf Gasly auflaufen. Aber das ist natürlich sehr dumm getimt teilweise. Von mir persönlich auch. Ich bin halt auch, ich kann das ja auch beeinflussen. Aber trotzdem, ja, das war nicht ganz so nah. Gut. So, wir kommen hier an Gasly dran. Immerhin gibt uns der ein bisschen leichten Windschatten. Nur in den letzten Kombinationen ist eigentlich nur noch Kurve, Kurve, Kurve. Und da musst du jetzt doch mal, hoffentlich blockiert er uns nicht. Also er fährt wahrscheinlich auch so eine schnelle Runde. Die war nicht so schön, die war nicht sauber. Ich bin da über den Körper drüber gerutscht. Das war nicht okay. Der Spot ist mal links in die Mauer gefahren, 2019, glaube ich. Und die coole Antwort von Ricardo. Ja, he's just a rookie. Er ist einfach ein Anfänger. Da gab es keine Track Limits. Ich bin ein bisschen besser. Ich war auf jeden Fall viel schneller als Gasly. Aber wie schnell wir waren, gucken wir uns jetzt hier im Starting Grid an, Leute. Die Startaufstellung jetzt. Wir haben es geschafft, nicht auf der Pole zu landen. Ayrton Senna holt sich die Pole vor, Valtteri Bottas. Ich glaube, wir haben aber auch eine Plätzestrafe bekommen. Also, ich glaube, da gab es eine Strafe. Hamilton und Ricciardo. Dann haben wir Norris und Verstappen auf der 6. Wir dann auf 7, genau, wir haben eine 5 Plätze Strafe. Nein, wir haben keine, wir hatten einfach nur so eine schlechte Runde. Leclerc, Perez, dann Sainz, Alonso, Gasly nur auf 12, waren wir doch ein deutlich schneller. Ocon, Russell, dann Vettel und Tsunoda auf der 16. Latifi und Raikkonen und dann dahinter Mick und Mazepin. In der letzten Startreihe, Giovinazzi und Stroll, die waren beide jetzt heute nicht so lecker. Aber ich glaube auch, dass das keine Strafe ist. Das ist echt ein bisschen durcheinander heute, dass die da hinten starten. Wir sind hier auf dem 7. Platz. Hoffentlich geht alles gut. Die 5 roten Lichter sehen genauso. Wir hatten einen viel besseren Start. Anfangs mal als Norrie. Aber ja, dann kam dieses, die Pace zustande. Und Norrie war da. Oh mein Gott. Och, da kommt Norris auch wieder innen durch. Das ist echt ordentlich. Verstappen hat ja richtig früh gebremst. Das mit dem habe ich echt nicht gerechnet. Also der fährt da normalerweise eigentlich eh wie eine Sau. Aber heute fährt er da ein bisschen auf Safety. Jetzt haben wir leider ein kleines Loch zu Verstappen. Das ist natürlich nicht gut, weil wir brauchen das DS-Fenster. Das ist ganz wichtig. Hier, ja, ich wollte doch. Ich habe genug Platz gelassen. Ich wollte innen mehr Platz lassen, habe dann länger die Lenkung offen gelassen und habe dadurch leider den Shuttle für die nächste Kurve verpasst. So, hier habe ich einfach zu viel gewollt. Ja, Norris näher dran wie wir an Verstappen, aber noch ist das alles im Rahmen. Noch ist noch keiner weggefahren. Noch sind wir hier schön im Windschatten, falls es den gibt. Und da machen wir einen richtigen späten Zucker, ähnlich wie in Bahrain Start und Ziel Leclerc Verstappen. Das ging auch rundenlang. War echt ein schöner Fight mit anzusehen, dass mal um die Spitze gefightet wird. Nur das Ende der Red Bulls hätte man sich auch anders ausmalen wollen. Also das war jetzt nicht so lecker. Und wieder ein bisschen Zeit verloren. Oh, ja, auch, das ist nicht gut.
Das ist gar nicht gut. 2/10 verloren. Ich hoffe, wir können da mit der Spitze mithalten. Beziehungsweise die Spitze ist eigentlich nicht mehr Senna. Der ist jetzt Zweiter leider. Aber ich würde es ihm gönnen. Der ist echt eine Mega-Season gefahren. Ich meine, wir haben den in der Halbzeit geholt. Er fährt eh nur auf den 10. oder so herum. Aber dennoch hat der schon über 150 Punkte geholt. Und das in 8 Rennen. 6, 7, 8 Rennen. Also das ist wirklich... Porno. Also das ist echt ein Wahnsinn, wie gut der Mann fährt, aber er ist natürlich zu Recht auch einer der besten Fahrer aller Zeiten, also da kann man auch nichts sagen. Und hier, ja, verlieren wir leider ein bisschen Boden an Ricciardo und Hamilton, also wir, Bottas führt dann jetzt quasi das Rennen, der ist auch ein bisschen weiter weg als die anderen. Und ja, hier habe ich auch gemerkt, ja, die Reifen sind eigentlich noch in Ordnung, aber meine Pace ist heute irgendwie nicht so strong, als ich mir das gewünscht habe. Wir haben ja quasi alles im Motorraum ausgetauscht. Nein, haben wir nicht. Doch, wir haben alles ausgetauscht, aber nur für das eine gab es eine Strafe. Nein, es gab gar keine Strafe. Ich weiß gar nicht. Sorry, es tut mir leid. Ich bin so dumm. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was hier los ist. Aber warum? Entweder war ich so schlecht. Ja, hier musste ich richtig ausweichen. Also, das war nicht so lecker von Verstappen, dass er uns da so reinlaufen hat lassen. Dann sind wir natürlich auch wieder zu Norris zurückgefallen, weil wenn wir da direkt an Verstappen vorbeigegangen wären, wäre das alles, die ganze Startphase, anders verlaufen. Dennoch, ja, war es noch fair, muss man sagen. Also, da ist jetzt nicht, dass ich sage so, ah, das ist unfair. Ja, und guckt euch das hier, Mann, hier um das zu. Ich habe hier die Lenkung extra offen gelassen, dass ich hier dann weiter raus musste. Wenn ich komplett zugemacht hätte, hätte es wahrscheinlich Norris weggedreht. Und das würde ich natürlich auch nicht. Das ist unfair, sowas. Oh mein Gott, oh mein Gott, aber das ist Racing, Leute, es war knapp, aber das ist nichts geflogen, das war hart, aber noch hart an der Grenze, würde ich mal sagen, hart, aber hart an der Grenze, wer kennt's, aber trotzdem, wir kommen hier schön mit, jetzt geht's auch wieder, ich habe mich wieder gefangen, das ist auch mal wieder reinkommen. Eine Runde nach der anderen drehen, keine Fehler machen, immer schneller werden. Da brauche ich immer ein, zwei Runden. Auch gerade beim Regen ist, da brauche ich gefühlt das halbe Rennen. Und wenn ich dann mal so ein bisschen drin bin, dauert es gefühlt 2 Runden, bis ich dann ja in die Box muss und neue Reifen hole oder das Rennen vorbei ist. So, wir gehen früh rein. Ich möchte einen Undercut gegen die komplette Spitze machen, weil die echt eng auch zusammenkleben. Also auch da Norris, Hamilton, ja, dann ist ein bisschen mehr Platz. Aber wenn wir jetzt da von hinten, ja, ich glaube nicht, dass wir es schaffen werden. Also wir werden wahrscheinlich jetzt in dem Riesenloch zwischen den Red Bulls, also zwischen den einen Red Bull und zwischen den einen Fahrern, und wir bekommen eine neue Nase. Na, perfekt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir eine neue Nase brauchen. Das war natürlich jetzt suboptimal. Das hätte ich mir echt komplett anders gewünscht. Ach man, und wir kommen noch hinter den einen Red Bull zurück. Oder kommt... Nein. Oder? Nein, ja, egal. Ich weiß, hier gibt es beim ersten Mal nur eine Verwarnung und... Deswegen, ja, bin ich gleich da mal abgebogen, sonst wäre es nicht so ausgegangen, dass wir da vor Verstappen reingekommen wären. Der wollte nämlich auch einen Undercut machen, auch Leclerc anscheinend, aber der Leclerc, keine Ahnung, sowieso viel zu weit, da dürfte irgendwas schief gegangen sein. Ein harter Cut, wir sind in der 6. Runde, die Spitze war in der Box, es hat halbwegs gefunktioniert, wir sind knapp hinter Ricciardo rausgekommen, aber noch... aber auch hinter Hamilton natürlich. Jetzt gibt es die schnellste Rennrunde für uns und jetzt geht es Schlag auf Schlag. Alle in der Box. Wir überholen hier beim Rausfall Norris. Der war echt gut unterwegs, der Mann. Aber meine Hoffnung ist ein bisschen, dass Hamilton von Stroll eingebremst wird. Und das ist auch eine berechtigte Hoffnung. Hier können wir rauszupfen, ganz spät bremsen und sogar noch in den Track Limits bleiben. Und wir überholen hier Hamilton, der auf dem 3. Platz unterwegs war. Senna ist vor uns, das war mir auch irgendwie klar. Aber meine Hoffnung ist, dass auch Bottas und Hamilton ein bisschen im Verkehr, Bottas und Senna ein bisschen im Verkehr stecken, dass wir noch einen aufholen können. Es sind nur 5 Sekunden zu Bottas, der anscheinend auch hinter langsamen Autos festhängt. Wir haben hier wieder 13. gemacht, wieder eine Sekunde gut gemacht. Ich sehe sie schon vor mir und noch nicht, es wird noch nicht reichen, aber die ein oder andere Runde, da ist keiner. Entweder war da ein Verkehr oder so, oder Bottas hat echt Probleme heute, hier die Pace mitzuhalten. Also wir sind hier richtig strong. Man sieht doch komplett, dass Senna hier von Bottas aufgehalten wird. Jetzt kommen wir im Windschatten schön dran und wir zupfen hier raus. Zack! Hier mal an Senna vorbei. Machen wir wieder leicht die Lenkung auf. Mit dem Hinterreifen waren wir immer noch auf der Strecke. Bottas, Mann. Was machst du hier? Kommt auch der Zupfer. Sonst wäre ein Dreher da draus geworden. Beim Rausbeschleunigen hier schön an Bottas dran.
Windschatten. Und ja, es kann funktionieren. Machen wir wieder so ein Manöver wie gegen Verstappen. Oh mein Gott, der rutscht da. Und wir machen es. Wir wagen es hier nochmal zum Durchstechen. Und wir gucken uns hier direkt den Replay. Nein, wir gehen einfach weiter. Jetzt gehen wir mal weiter hier zu Noda. Alle anderen in der Box. Wir führen hier. Und Bottas ist nochmal in die Box abgebogen. Wir sind ja, und wir haben auch eine 3-Sekunden Strafe. Kennt ihr diese eine Kurve? Da ist links echt viel Raum. Nach einer Mauer, vielleicht fahren wir dann nochmal vorbei an dieser Mauer. Ich bin da einmal, das war nicht mal neben der Strecke oder so, aber es gab da anscheinend irgendwie eine Verwarnung oder gleich 3 Sekunden. Also ich habe keine Ahnung, warum es das hier auf der Strecke so hardcore gemacht wird. Wir sind doch nur 1,8 Sekunden von Senna weg, der ja heute echt einen tollen Job macht. Das Problem war halt Bottas, der ein bisschen er war langsam auf jeden Fall. Und ich kann mir auch gut vorstellen, vielleicht war das der Grund, dass er dann irgendwie abgestellt hat oder in die Box abgebogen ist nochmal. Also, aber ich glaube, der hat sich nochmal einen neuen Reifen geholt. Also vielleicht einen schleichenden Blattfuß. Ich habe ihn da auf jeden Fall. Wir gucken uns hier nochmal die Replay an. Gegen Senna mal. Zack, boah, der deckt hier wunderbar ab. Also der Fahrer ist echt ein Wahnsinn. Das ist echt ein Wahnsinnsmann. Der ist ein Gott am Lenkrad. So, hier waren wir fast an Bottas sein Heck. Also hier hätten wir fast Pumpercar gespielt. Und jetzt kommt gleich. Nein. Die Replay ist nicht dabei. Scheiße. Egal. Sala. Letzte Runde, Leute. Und oh mein Gott. Oh mein Gott. Beim Rausbeschleunigen mit einem fetten. Wir machen hier eine Drift Challenge mit einem Wheelspin. Und hier links bin ich zu weit drüber gekommen. Hier links bin ich genauso wie jetzt. Hab direkt eine Strafe bekommen. Keine Ahnung warum. Aber das dürfte ein Bug gewesen sein. Auch wie ich dann respawned habe, immer wieder eine Strafe. Ich konnte es auch nicht verstehen, warum es hier eine Strafe gibt. Aber dennoch, wow, Senna echt mega, mega Rennen gefahren. Doppelsieg für das ITU Racing Team, Leute. Und hier noch einmal durch diese enge Schikane rechts, wo immer gern der Putz runterfällt, wenn man mit den Felgen anditscht. Letzte Kurve und wir gewinnen den großen Preis von Singapur. Reicht's für die Weltmeisterschaft? Fantastic drive, and it means your driver's world champion. What a result. Enjoy it. Wir sind Driver of the Day geworden. Von 7 auf 1. Für das wird man schon Driver of the Day. Wir haben eigentlich auch nur profitiert von Fehler der anderen. Und wir haben es geschafft, Leute. Wir sind Weltmeister. Aber nur Fahrer-Weltmeister natürlich, Konstrukteurs-Weltmeister. Da ist noch ein langer Weg hin, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir mit Senna eine echt gute Fahrerpaarung haben, auch für nächstes Jahr. Wir gewinnen die Fahrer-Weltmeisterschaft, Leute. Was für ein Feeling. Das erste Mal, leider ein bisschen unspektakulär. Ich hätte es mir in Mexiko was gewünscht. Da gab es Feuerwerk und. Aber trotzdem, was echt ein tolles Rennen hier. Hat Spaß gemacht. Und Senna mit dem legendären Helm wieder. Wer klatscht hier an? Guckt euch gerne die Playlist an, der heurigen Season. Aber auch gern der ersten Season. Die war nämlich auch nicht schlecht. Wir sind, glaube ich, WM-Dritter geworden. Bottas Weltmeister. Wir werden jetzt Bottas ablösen als Fahrer-Weltmeister. Ich freue mich extrem, Leute. Es war eine Mega-Reise. Und es hat auch ewig gedauert gefühlt. Weil wirklich vieles dazwischen kam hier immer wieder. Aber trotzdem, auch die Mega-Season. Ich möchte mich auch krönen. Das erste Wochenende lief halbwegs gut. Guckt euch gerne oben rechts das Rennen nochmal an. Wir fahren 50% Rennen. Das habe ich auch hier vor. Falls es irgendwann wieder funktioniert, ich kann es nicht einstellen, Leute. Vielleicht, ich werde echt alles versuchen. Falls es nicht funktioniert, werden wir dann in der nächsten Season auf jeden Fall, ich weiß nicht, wir müssen dann alles wieder beenden. Also, falls es nicht funktioniert, werden wir auf jeden Fall im nächsten Game das Ganze fahren. Wir waren nur 6 Zehntel vor Senna, also 6 fucking Zehntel mit 182 Punkten Vorsprung werden wir Weltmeister. Aber auch hier 160 Punkte von Mercedes, das wird knapp. Und es waren hier 561. Oh mein Gott, Leute. Stell dir vor, dieses eine Wheelspin ist ein bisschen stärker. Wären wir heute nicht auf dem ersten Platz gelandet. Die Rivalität gegen Bottas haben wir auch gewonnen. Das freut mich echt extrem. Also, er hat mir nicht so ein gutes Rennen heute vorgestellt. Also, war sehr spaßig. Marion Bay ist nicht meine Strecke. Aber, ja, heute war es anscheinend so, dass wir echt Glück hatten. Und auch, ja, das Fünkchen strategische Macht hatten. Schaut gerne auf Instagram vorbei, auch gerne auf itz_tobi für mehr vom Lance auf TikTok und Links sind wir alle in der Bio. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns hoffentlich morgen oder später auf TikTok. Abonniert gerne den Channel hier kostenlos, lasst gerne Daumen hoch da. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und ciao.
track, trying to master rap. I never gave it up when they called me whack. I gotta run the game like I'm a running back. I gotta change it up so you ain't stuck with that. Now give me the mic and I'm gone.